Herzlich willkommen. Ich bin Christian Kurzke, arbeite als Studienleiter an der Evangelischen Akademie Meißen und ich bin heute verabredet zum Gespräch mit Marco Wanderwitz. Wir wollen uns unterhalten zu einem Thema, das wir überschrieben haben, von wegen anders. Jugendpolitik in Ostdeutschland. Was sind denn eigentlich die Bedingungen, die jugendpolitischen Bedingungen und Realitäten des Aufwachsens in Ostdeutschland? Marco Wanderwitz ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Er sitzt seit 2002 jedes Mal direkt gewählt im Bundestag. Auf der aktuellen Landesliste für die bevorstehende Bundestagswahl ist er für die CDU Sachsen auch auf Listenplatz 1 gesetzt. Aber insbesondere spreche ich mit ihm in seiner Rolle als Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Von wegen anders, Jugendpolitik Ost, worum geht es uns heute eigentlich? Die heute junge Generation eint, dass sie die Wende von vor 30 Jahren nicht erlebt hat. Sie spricht da letztlich über etwas Historisches. Wenn wir uns aber fachpolitische Debatten anschauen in Ostdeutschland zur Jugendarbeit, dann gibt es viele Schlagworte, die schon lange bekannt sind und die Arbeit prägen. Die Fragen des demokratischen Zusammenlebens, die Verwirklichung gelingender Jugendbeteiligung, Bedingungen des Aufwachsens in ländlichen Räumen, Fachkräftesituation der Jugendarbeit oder Fragen der Generationengerechtigkeit sind alles Aspekte, die notwendige jugendpolitische Antworten suchen. Und natürlich, wir sind immer noch mittendrin in der Pandemie. Die Corona-Zeit, die Corona-Krise hat auch ganz neue Facetten zu diesen Fragestellungen nach sich gezogen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Marco Wanderwitz und wir haben schon festgestellt, dass wir quasi gemeinsam am Küchentisch sitzen. Er an seinem, ich an meinem. Ideale Voraussetzung, um dieses Gespräch zu führen. Herr Wanderwitz, zuerst mal so eine ganz banale Frage, die Sie vermutlich schon sehr, sehr oft beantwortet haben, aber die einen guten Einstieg in unser Gespräch mit sich bringt. Themen wie Jugend im ländlichen Raum, Transformationsprozesse, gesellschaftlicher Wandel, Demografieveränderung, Zukunftsfragen, das sind ja keine ostspezifischen Themen. Wie kann ich denn Menschen, die in der Westdeutschland Jugendarbeit machen, womöglich dort auch im ländlichen Raum oder in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch starke Transformationsprozesse beobachten, mit welchen kurzen, schlagkräftigen Argumenten können Sie dort erklären, dass es einen Beauftragten für die Bundesländer für die neuen Bundesländer der Bundesregierung braucht? Naja, in kurzen Worten ist es so, dass eben wir immer noch am vollständigen Gelingen der inneren Einheit, der deutschen Einheit arbeiten. Wir haben nach wie vor einen wirtschaftlichen Aufholprozess, der noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Wir haben die Situation, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in den alten Bundesländern ausgeprägter ist als in den neuen, beispielsweise das ehrenamtliche Engagement ausgeprägter ist, die Mitgliedschaft in Parteien ausgeprägter ist, das Wählen gehen zu Wahlen ausgeprägter ist. Und diese beiden Punkte, nämlich zum einen die harten Faktoren und zum anderen die weichen, weil es da noch Unterschiede gibt, deswegen gibt es noch das Amt des Beauftragten für die neuen Bundesländer. Sozusagen als Anwalt für die Interessen der neuen Länder innerhalb der Bundesregierung. Jetzt haben Sie schon ganz wichtige Themen berührt rund um Demokratie, um Wahlen, um Beteiligung von Menschen und das Gefühl von Menschen, Teil einer Gesellschaft zu sein. Da sind wir mittendrin in Fragen der Demokratie. Und gerade wenn ich mir Wahlprognosen jetzt vor der Bundestagswahl anschaue oder aber auch die Auswertung von Landtagswahlen, dann wird sehr schnell deutlich, die Landkarte färbt sich dann farblich in Ostdeutschland irgendwie immer anders als in Westdeutschland. Wir haben ganz offensichtlich, das zeigen auch diverse Studien, ganz andere, unterschiedliche Einstellungen zu Demokratie, zu Demokratieskepsis und Demokratiefeindlichkeit, mit der wir arbeiten müssen. Wenn wir jetzt ganz konkret da auch auf die junge Generation schauen, was für Aufgabenstellungen ergeben sich da eigentlich für Politik, für Jugendpolitik, um junge Generationen zu stärken und für Demokratie zu ermutigen und dort wirksam teilhaben zu lassen? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, den jungen Generationen die Ängste davor zu nehmen, dass die Transformationsprozesse, vor denen wir jetzt stehen, ähnlich schmerzhaft werden wie die Transformationen, die ihre Elterngeneration in den 90ern und frühen 2000ern in den neuen Bundesländern erlebt haben. Und diese Transformationsängste, die Zeit riesiger Arbeitslosigkeiten, wo Menschen sich mehrmals neu erfinden mussten, wo Lebensbiografien, Teillebensbiografien infrage gestellt waren,
Das vererbt sich immer noch ein Stück weit. Roland Jahn hat neulich mal gesagt, der bis vor kurzem Beauftragter der Bundesregierung für die Stasi-Unterlagen war, hat neulich mal gesagt, dass geschichtliche Erfahrungen auch im Abendbrottisch und bei Familienfeiern über Generationen weitergegeben werden. Und ich teile absolut seine Sicht. Wir haben sowas wie Phantomschmerzen eines Teils der Jüngeren. Und das sind einschneidende Erfahrungen. Und das ist Angst und das ist Sorge, beispielsweise vor der Digitalisierung, vor der Wende bei Mobilität und Energie. Und diese Ängste, diese Sorgen zu nehmen und gleichzeitig für politische Bildung zu arbeiten, hin zu einem positiven Aufgeschlossensein für Demokratie. Sie haben jetzt auch in zahlreichen Interviews, die hoch und runter diskutiert wurden, verdeutlicht, dass Sie sich für eine größere Gruppe der Bevölkerung in Ostdeutschland, der wirklich Sorgen machen, inwiefern das überhaupt noch gelingt, sie für Demokratie zu ermutigen und sie dazu beteiligen, davon zu überzeugen. Wieder mit Blick auf junge Menschen. Wie kann uns das gelingen, genau für die jungen Menschen, die sich ganz stark mit Demokratie identifizieren? Was brauchen die? Was ermutigt die? Wo finden die Vorbilder? Was ist da die Rolle von Verantwortungstragenden wie politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen? Naja, ich glaube, wir müssen den Jungen vor allen Dingen natürlich auch ein Stück weit Vorleben und Vorbild sein. Und zum anderen müssen wir ihnen natürlich die Möglichkeiten geben, sich einzubringen, mitzumachen. Aktiv sein zu können. Und wir müssen über das Gelingende und das Gelungene der letzten 30 Jahre sprechen. Wir müssen natürlich auch über die Dinge sprechen, die nicht so gelungen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die meisten Gläser, die hier so derzeit in der Landschaft stehen, mindestens dreiviertel voll sind und nicht halb oder halb leer. Und wir reden zu selten über die positiven Dinge, dass wir beispielsweise im Herzen eines in Frieden und Freiheit vereinten Europas als wiedervereinigtes Deutschland in einer Phase der Demokratie und des Friedens und des Wohlstandszuwachses leben, die Generationen zuvor nie erlebt haben. Aber wir müssen diese Werte, diese Grundlagen natürlich für jede Generation aufs Neue verteidigen. Glauben Sie, mit Blick auf die Elternhäuser, wo wir doch ganz stark Demokratieskepsis, Demokratiefeindlichkeit festhalten müssen, dort leben ja auch häufig junge Menschen, Kinder. Glauben Sie, dass es für diese Kinder, für die Jugendlichen dort eine andere Art von Jugendarbeit braucht, andere Inhalte, andere Herangehensweisen, um die trotzdem für demokratische Haltungen zu ermutigen, obwohl die naheliegende Vorbildrolle am Küchentisch eine andere zu sein scheint? Ich glaube schon, dass wir dort ein bisschen mehr tun müssen. Dass es da eben sozusagen nicht mit dem klassischen Instrumentarien, insbesondere auch denen der Schule, ausreichend ist. Dass wir ein Stück weit aufsuchender sein müssen. Dass wir ein Stück weit eine andere Geschichte daneben stellen müssen. Und das Ganze vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt sozusagen, indem man junge Menschen in eine konfrontative Situation mit ihren Eltern bringt, sondern wenn wir die Eltern bei der Gelegenheit auch noch abholen können, wäre das natürlich das Schönste, was ich mir vorstellen könnte. Weil ich glaube wirklich, dass ein Stück weit da Phantomschmerzen noch gelebt werden, beziehungsweise auch diese Elterngeneration, der problematische Teil davon, von Sorgen und Ängsten betroffen sind, über die man reden kann. Und ich glaube, bei nicht wenigen davon kann man am Ende eines vielleicht längeren Gesprächs zum Ergebnis kommen, dass man die dann auch mal beiseite legen kann. Beschreiben Sie mal mit Blick auf die Antworten, die Sie gerade gegeben haben, das partnerschaftliche Verhältnis, was womöglich entstehen könnte zwischen politischen Akteuren und den Akteuren der Jugendarbeit. Was könnte die verbinden? Wo könnten die zusammenwirken? Also ich glaube in der Tat, dass Politik als solche schon mal auch Teil des Angebots sein kann. Bekanntermaßen haben alle Parteien Jugendorganisationen, in denen junge Menschen früh mitwirken können. Aber wir können natürlich auch als Politik beispielsweise über das Vehikel, über den Transmissionsriemen Jugendarbeit natürlich auch mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Indem wir beispielsweise in Schulen, aber auch in der Jugendarbeit außerhalb der Schulen Gesprächsangebote öffnen mit vertrauten Menschen, die da sind
Und dann kommt eben die Politikerin, der Politiker, der Bürgermeister, die Landrätin, der Bundestagsabgeordnete mit dazu, stehen Rede und Antwort, erklären mal, was wir eigentlich so machen, weil ich erlebe sehr, sehr regelmäßig, dass überhaupt keine Vorstellung davon da ist, was ist denn zum Beispiel parlamentarische Arbeit, was macht denn Gesetzgebung, was kann ein Nationalstaat in der EU allein und wofür brauchen wir die Europäische Union, warum brauchen wir sie in der globalisierten Welt und solcherlei Dinge. Sehr komplexe Zusammenhänge versuchen zu erklären. Ich versuche da mal noch ein bisschen filigraner zu werden und so ein neues Thema mit hinzuzuziehen, was Sie jetzt auch schon immer mal angeschnitten haben, nämlich die Beteiligung, die Partizipation von jungen Menschen. Können Sie noch mal mit ein paar Gedanken darauf eingehen, warum sollen sich junge Menschen in Ostdeutschland beteiligen können und wie sollten sie das können? Weshalb ist das wichtig? Naja, ich glaube, Demokratie kann man schon ein Stück weit lernen. Jedenfalls, wenn man sie früh lebt und erlebt, dann wird sie sowas wie selbstverständlich im positiven Sinne. Und deswegen finde ich dass junge Menschen in die Jugendorganisationen der Parteien eingebunden werden, so sie das denn wollen, für wichtig. Also meine Generation beispielsweise, ich war 1989 gerade 14 geworden, wir waren eine unheimlich politische Generation. Wir sind teilweise klassenzügeweise, wahlweise zu den Jusos oder zur Jungen Union gegangen. Jetzt ist das alles ein bisschen weniger ausgeprägt. Aber es muss ja auch nicht parteipolitisch im eigentlichen Sinne sein. Ich habe zum Beispiel eine tolle Erfahrung gemacht in manchen Städten und Gemeinden meines Wahlkreises mit sowas wie Jugendstadträten beispielsweise oder Jugendbeiräten, die nicht in politischen Entscheidungsfunktionen der Kommune sind, die aber eben zum Beispiel die zumeist älteren Jahrgänge, die dort sitzen, beraten können, die Fragen stellen können, die vielleicht auch das eine oder andere Projekt, was ihnen am Herzen liegt, was weiß ich, die Skaterbahn oder den Bolzplatz, auf diese Weise auch mal platzieren können bei den Älteren. Wir haben ja das Thema Beteiligung, hat ja eine ganz große Rolle jetzt auch während der Pandemie schon gespielt, Beteiligung von jungen Menschen. Das wird heiß diskutiert und wird uns wahrscheinlich auch alle noch sehr lange beschäftigen, auch aus guten Gründen. Was meinen Sie dazu eigentlich? Haben Verantwortungstragende in den letzten Pandemie-Monaten sowie auch die Gesellschaft es überhaupt hinbekommen, junge Menschen zu beteiligen? Wie bewerten Sie das? Ja, das ist ein schwieriges Feld. Wir haben die letzten Monate ganz viele, ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen und haben natürlich vielen in der Gesellschaft ziemlich viel abverlangt. Zum Beispiel dem Gastronomen, den wir zugesperrt haben, dem Einzelhändler, den wir zugesperrt haben, der Pflegekraft im Krankenhaus, wo wir immer gesagt haben, wir müssen die Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden, aber am Ende des Tages sind wir in die Grenzen dessen gegangen. Und das hat natürlich den Menschen, die dort gearbeitet haben und die den Tod gesehen haben, was abverlangt. Und auf der anderen Seite haben wir auch älteren Menschen viel Einsamkeit zugemutet teilweise, als wir die Pflegeheime nicht mehr geöffnet haben für Besuche. Und wir haben jungen Menschen und auch ihren Eltern ganz viel abverlangt, als wir die Wochen und Monate des Lockdowns hatten, in denen sie nicht in die Schule gehen konnten. Und teilweise hat ja auch das Homeschooling mehr schlecht als recht funktioniert. Insofern, wir haben eine große solidarische Gesamtleistung erbracht, die auch nicht gerecht verteilt sein konnte, sondern die immer von politischen Entscheidungen abhing und aus vielerlei subjektiver Sicht ein Stück weit ungerecht war, aber diese Pandemie ist eben nicht auf dem Reißbrett entstanden, sondern es war eine Naturkatastrophe. Aber wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir überall da, wo es Verwundungen gegeben hat, wo es Nachholbedarfe gibt, eben Aufholprogramme initiieren. Und gerade da, wo es Bildungsdefizite gibt beispielsweise, müssen wir jetzt uns intensiv darum kümmern, dass wir die aufholen. Und da, wo Menschen ein Stück weit vereinsamt sind, soziale Kompetenzen verloren gegangen sind, müssen wir uns eben auch intensiv kümmern. Und wir haben gerade bei Jüngeren, gerade beispielsweise im Grundschulalter, da teilweise ganz schön was vor der Brust. Ich fasse doch mal nach, was ich selten mache in diesem Format. Können Sie noch ein wenig mehr darauf eingehen, was Verantwortungstragende womöglich gelernt haben durch all das Wissen, was Sie jetzt skizziert haben? Was ist der dahinterstehende Lernprozess, die Erkenntnis für womöglich eine weitere Pandemie oder aber auch für Grundsatzfragen der Jugendpolitik? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Also zum Beispiel haben wir, glaube ich, gelernt, dass wir bei der Digitalisierung bei weitem nicht so gut waren, wie wir an guten Tagen gedacht haben. Bei den Grundlagen beispielsweise, bei der Infrastruktur, aber auch bei dem, was dann auf dieser Infrastruktur stattfindet. Also ich sage mal,
E-Learning hat weitgehend nicht gut funktioniert und wir müssen das aber hinbekommen, dass es gut funktioniert. Und zwar nicht nur wegen Pandemie und vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Pandemie, sondern weil das natürlich auch ein System mit Zukunft ist. Beispielsweise die skandinavischen Länder, in denen es weite Wege in Schulen gibt, machen schon seit vielen Jahren viel mehr in diesem Bereich. Es geht aber beispielsweise auch, weil der Digitalisierung bleiben, dann um solche Themen wie Telemedizin, was dann kollateralen Nutzen sozusagen davon sind, wenn man die Digitalisierung vernünftig bearbeitet. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir gelernt haben, dass es nicht gut ist, wenn gewisse Kompetenzen uns in Europa verloren gehen. Wenn zum Beispiel in ganz Europa keine Masken produziert werden. Wenn in ganz Europa es gewisse Arzneigrundstoffe nicht mehr gibt. Deswegen ist das neudeutsche Wort Resilienz in aller Munde. Also sprich, es geht darum, so gewisse Grundkompetenzen zumindest mal EU-europäisch wieder in Europa anzulegen. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun. Es geht darum, beispielsweise auch Reserven für solche Pandemien anzulegen, zum Beispiel an Medikamenten oder an Schutzkleidung. Wir waren da schon ein Stück weit blauäugig, wobei man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, das kostet auch alles Geld. Und wenn man dieses Geld dann an dieser Stelle ausgibt, steht es eben an anderen nicht zur Verfügung. Und deswegen hat es beispielsweise solche Reserven mal gegeben. Und als es dann ziemlich lange keine Pandemie gab, sind sie irgendwann mal weggemacht worden. Und da haben wir jetzt halt einen hohen Preis dafür bezahlt. Jetzt haben Sie schon ganz unabgesprochen für mich eine wunderbare Überleitung zur nächsten Fragestellung eröffnet. Geld, wir müssen über das Geld reden. Die Pandemie hat definitiv Geld gekostet und ganz ohne Pandemie hatten wir mit Blick auf die Situation der Jugendpolitik und Jugendarbeit, vor allen Dingen der außerschulischen Jugendarbeit, ganz klar immer wieder das Wissen und die Debatten darum, das reicht eigentlich nicht. Hier gibt es eine Schräglage auch im Vergleich zur schulischen Bildung. Was vermuten Sie, kommt auf die außerschulische Jugendarbeit zu mit Blick auf Förderung? Und wie kann es gelingen, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Weil erinnernd an die erste Frage, die ich gestellt habe, ist ja ganz deutlich, wir haben dringenden Handlungsbedarf an ganz vielen Stellen. Was ist zu vermuten mit Blick auf Förderpolitik durch die Pandemie, die Klammkassen, die entstanden sind in den kommenden Monaten und Jahren? Also zunächst einmal ist es in der Tat so, dass diese Pandemie uns ziemlich viel Geld gekostet hat, was wir nicht hatten. Sprich, wir haben Schulden gemacht. Wenn ich mir den 2021er Haushalt angucke, dann haben wir 40% unserer Ausgaben mit Schulden gedeckt. Ich kann mich nicht entsinnen, wann das letzte Mal der Fall war. Und diese Schulden sind natürlich da und irgendwann werden die auch mal wieder Zinsen kosten. Und deswegen müssen wir, damit wir nicht künftigen Generationen Steine in den Rucksack legen, auch darüber reden, wie wir diese Schulden wieder zurückführen. Und wenn man gleichzeitig sich wieder einschränkt und auf der anderen Seite Schulden zurückführt, heißt das natürlich, es bringt Druck auf die Ausgabenseite. Deswegen ist aber wichtig, wie die Einnahmenseite aussieht. Sprich, wenn wir wie im letzten Jahrzehnt vor Corona es schaffen, wieder ein Jahrzehnt des Wachstums zu haben, wenn wir beispielsweise in Zukunftstechnologien wachsen können, dann wird es jedenfalls leichter. Und deswegen ist das der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort, man muss natürlich an den Stellen sparen, wo man es sich am Ende des Tages noch am ehesten vertreten kann. Und da gehört das Thema Jugendarbeit ausdrücklich aus meiner Sicht nicht dazu. Und deswegen bin ich erstmal froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, dass beispielsweise die außerschulische Jugendarbeit ja in den letzten Jahren Zuwächse erfahren hat. Und ich finde, wir müssen diesen Weg dringend weitergehen. Wir müssen auch beispielsweise gucken, ob das Aufholpaket, was wir jetzt gemacht haben, was ja mit immerhin 1 Milliarde bundesseitig hinterlegt ist, ausreichend ist. Wir müssen auch die Diskussion führen, das will ich als Bundestagsabgeordneter ganz offen sagen, ob die Länder an dieser Stelle genug tun. Denn der Bund, der Bundeshaushalt, die Euros, die der Bund aus Steuereinnahmen zieht, haben das Gros der Last dieser Pandemie geschuldet. Die Landeshaushalte haben sich teilweise, ich will mal sagen, vornehm zurückgehalten. Die Wirtschaftshilfen hat der Bund nahezu allein geschuldet. Wir reden jetzt beispielsweise darüber, dass der Bund bis in die Förderung von mobilen Lüftungssystemen hineingeht, was wir anfänglich abgelehnt haben. Wir haben gesagt, wir machen die großen stationären Einrichtungen. Die Länder und die Kommunen müssen doch auch was tun. Und dann am Ende des Tages hat der Bund immer wieder nachgelegt. Und der Bundeshaushalt ist eben auch nicht endlich.
nicht unendlich, Entschuldigung. Ja. Und deshalb müssen wir schon darüber reden, dass wir das Ganze gesamtgesellschaftlich schultern und natürlich auch ein Stück weit solidarisch verteilen. Und deswegen lautet unsere klare Botschaft, es ist jetzt nicht die Zeit, über Steuersenkungen zu sprechen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch der Meinung, so wie derzeit die Steuerlasten verteilt sind, tun wir das in einer ordentlichen, solidarischen Weise. Und deswegen wollen wir auch nicht über Steuererhöhungen sprechen. Jetzt ist zu merken, der Wahlkampf sucht seinen Raum. Wir hüpfen mal schnell weiter zum nächsten Thema, nämlich den Blick auf die Stadt-Land-Unterschiede in Ostdeutschland. Wenn Sie sich versuchen zu erinnern an die Zeit vor der Pandemie, was waren denn da die größten Herausforderungen für junge Menschen, womöglich die größten Differenzen, die größten Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen? Ja, es geht natürlich um gleichwertige Lebensverhältnisse, es geht um Teilhabemöglichkeiten und nun gibt es viele Gründe, warum es auf dem Land gut ist. Beispielsweise ist üblicherweise da mehr Grün, es ist mehr Umwelt, es ist mehr intakte Umwelt. Und auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl von Partizipationsmöglichkeiten, die es eben auf dem Land erstmal als solche nicht gibt, für die man sozusagen den Zugang zum nächsten größeren Zentrum braucht. Da sind wir eben zum Beispiel bei dem Thema, haben wir einen funktionierenden ÖPNV? Da sind wir bei dem Thema, haben wir funktionierende digitale Infrastrukturen, mit denen ich beispielsweise mich digital sozusagen in einen Raum hineinbegeben kann, wo es keinen Unterschied zwischen Großstadt und Kleinstadt gibt. Es geht aber auch beispielsweise darum, was für Kulturangebote ich zur Verfügung habe. Es geht um Bildungsangebote und da haben wir ein Stadt-Land-Delta, was eher größer geworden ist als kleiner die letzten Jahrzehnte. Und deswegen machen wir jetzt ziemlich aktive Politik dagegen. Deswegen machen wir auf Bundesebene seit dieser Legislaturperiode Heimatpolitik. Dahinter verbirgt sich nämlich aktive Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse. Zum Beispiel in der Städtebauförderung, wo wir sehr viel dafür tun, städtische, kleinstädtische, mittelstädtische Quartiere attraktiv zu entwickeln, anzubinden an die Großstädte. Um mal ein Beispiel aus einem Politikbereich zu nennen, in dem ich jetzt 2 Jahre Verantwortung hatte als Staatssekretär für Bau im Bundesinnenministerium. Ja, und letztlich geht es da auch um Wohnmöglichkeiten, um Orte für junge Menschen. Jetzt haben wir die Pandemie gehabt. Welche der Herausforderungen, die Sie gerade skizziert haben für diesen Stadt-Land-Unterschied, haben sich verschärft mit Blick auf junge Menschen? Wo haben Sie Verschärfung beobachtet und weshalb machen Sie das daran fest? Also was sind die Indikatoren für Sie? Ich glaube, ehrlich gesagt, die Pandemie hat auf die vorhandenen Stadt-Land-Problematiken im Grunde genommen nicht an einigen Stellen verstärkend und an anderen regulierend gewirkt, sondern sie hat sie ein Stück weit überlagert, aber wir fallen sehr schnell im Grunde genommen wieder in die vorhandenen Grundproblematiken zurück. Nämlich die, dass wir zum Beispiel in den Städten zwar einen überhitzten Wohnraum haben und gleichwohl die Städte attraktiv, insbesondere für junge Menschen sind, weil dort beispielsweise die Universitäten sind, weil es dort Freizeitmöglichkeiten gibt, die eben in den Umlandgemeinden so nicht vorhanden sind. Ein letztes größeres Thema, Generationengerechtigkeit. Wir haben da ganz spannende und herausfordernde Themen. Demografische Veränderungen, Klimawandel, finanzpolitische Auswirkungen. Was ist Ihrer Meinung nach, auch wieder mit Blick auf die junge Generation, und diesmal können Sie gerne genau diese junge Generation bewerten und kommentieren, nehmen junge Menschen diese Fragestellung als relevant wahr, Ihrer Meinung nach? Und sind das für die jungen Leute Aspekte einer Generationengerechtigkeit? Und welche Auffassung haben Sie eigentlich ganz persönlich zu diesen Fragestellungen, die ich gerade so benannt habe? Klimawandel, Generationengerechtigkeit und finanzpolitische Herausforderungen. Also mein Eindruck ist, dass wir es aktuell wieder einmal, ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen den Bezug gemacht, sozusagen zu meiner Jugend, die in die Zeit der friedlichen Revolution und der Einheitswerdung vor allen Dingen gefallen ist, dass wir es wieder mit einer sehr politischen jungen Generation zu tun haben. Was ich persönlich gut finde.
weil es immer gut ist, wenn junge Menschen sozusagen für sich herausarbeiten, was sind denn die Herausforderungen meiner Generation? Wo will meine Generation eigene Aspekte setzen? Und Generationengerechtigkeit ist immer schon ein mehrdimensionales Thema gewesen. Ich habe zumindest immer schon dafür geworben. Als ich frisch im Bundestag war, 2002, haben wir eine fraktionsübergreifende Initiative gehabt unter dem Arbeitstitel Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz. Und was wir zum Beispiel geschafft haben, ist, dass im Ergebnis dieser Initiative die sogenannte Schuldenbremse beschlossen worden ist. Also ein Thema finanzpolitischer Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Natürlich ist aber das Thema Klima dabei genauso wichtig. Das Thema Ressourcenverbrauch ist genauso wichtig. Am Thema Ressourcenverbrauch hängt zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft dran. Da hängt das Thema, wie gehen wir mit Rohstoffen um dran. Und da habe ich das Gefühl, wir haben es gerade bei den beiden letzteren Themen mit einer sehr politisierten jungen Generation zu tun, die auch sehr deutlich einfordert von den Älteren, die in Verantwortung stehen, wohin die Reise gehen soll. Und die sich auch dafür interessiert, was können sie selber dafür tun im täglichen Leben. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende. Ich würde gerne den Bogen nochmal schließen zu meiner ersten Frage. Beauftragte für die neuen Länder, Beauftragte letztlich für Ostdeutschland, ließe sich das auch formulieren. Woran würden denn junge Menschen erkennen, dass es einen Beauftragten nicht mehr braucht, dass es quasi diese Aufgabe, die sie gerade innehaben, dass die hinfällig ist? Was wären Merkmale, dass quasi dieser Posten schlichtweg eingestellt wird, abgeschafft wird und die Beauftragtenrolle wegfällt? Ich glaube, das ist relativ einfach, nämlich wenn es nur noch sozusagen die normalen Unterschiede, wie wir sie in der alten Bundesrepublik sehen, zwischen Hamburg und München und dem Saarland und Schleswig-Holstein gibt, sowohl beispielsweise bei harten Kennzahlen wie den Löhnen und den Renten. Und auf der anderen Seite kann man es natürlich auch an solchen Punkten wie Wahlverhalten, Einstellung zur Demokratie ablesen. Und in beiden Feldern haben wir nach wie vor eben Unterschiede, auf denen man sozusagen, wenn man auf die Landkarte Deutschlands schaut, die alten Grenzen der ehemaligen DDR und der alten Bundesrepublik sehen kann. Und solange das so ist, glaube ich, ist es gut, wenn Politik sich darum kümmert, dass es weiter bearbeitet wird. Jetzt kommen wir in der Tat zu der letzten Frage, die wir auch vorab schon in Ihrer Rolle besprochen haben. Sie bekommen jetzt nämlich 45 Sekunden Zeit zu beschreiben, wie Sie die Situation junger Menschen in Ostdeutschland zusammenfassen. 45 Sekunden Zeit für Ihre Zusammenfassung. Bitte schön. Also ich glaube, es trifft auf Ost wie West zu, dass wir wieder eine junge Generation haben, wie schon die jungen Generationen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zuvor, die Chancen hat, die größer sind als die jungen Generationen vor ihnen. Das liegt unter anderem daran, dass es nicht besonders viele sind, dass die älteren Generationen größer sind, dass also jeder Einzelne gebraucht wird. Und deswegen kann ich nur ganz viel Optimismus verbreiten. Diese jungen Menschen haben das große Glück, in Deutschland zu leben, in einem Deutschland im Herzen einer in Frieden und Freiheit vereinten Europäischen Union, vor allen Dingen auch in Frieden. Und es wird, glaube ich, ein super spannendes neues Jahrzehnt und vielleicht werden es mehrere Jahrzehnte, in denen technologisch noch mal ganz viel passieren wird. Ich wäre gern noch mal jünger. Jetzt müssen wir aufhören, weil wir sind quasi schon über der Zeit. Sie sind schon älter als 45 Sekunden. Marco Wanderwitz, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit, für die Möglichkeit, Ihren Gedanken zuhören zu können und dass wir die auch weiterverarbeiten können mit der Perspektive, was müssen wir eigentlich diskutieren für und in der Jugendpolitik in Ostdeutschland, damit das Aufwachsen junger Menschen gelingt. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten und ich finde, Sie und ich, wir sollten jetzt dem Küchentisch, an dem wir jeweils stehen oder sitzen, die eigentliche Rolle zurückgeben und einfach einen Punkt setzen und voneinander verabschieden. Ganz vielen Dank für die Gelegenheit und bis bald. So machen wir das, Herr Kurzke. Ich danke Ihnen.